Hast du dich schon gefragt, wie du dein Geld retten kannst, deine Immobilien, deinen Besitz? Menschen, die Energie aufgestaut haben in Form von Geldvermögen, Immobilien, Sachwerte, Gold vielleicht, die kriegen jetzt die Krise, weil nämlich so langsam klar wird, dass sie das alles verlieren. Das Geld wird entwertet, früher oder später bricht das alles zusammen. Wir werden wahrscheinlich komplett enteignet. Das heißt letztlich, wir verlieren alles Materielle. Diese Idee von Besitz, das wird uns das System wegnehmen. Und jetzt überlegst du vielleicht, wie kannst du das aufrechterhalten? Vermutlich kannst du das gar nicht aufrechterhalten. Wir werden das alles verlieren. Und jetzt ist es natürlich aus spiritueller Sicht ziemlich bedauerlich, weil du hast ja vielleicht sehr viel gearbeitet und manche Menschen haben ja auch vielleicht ein bisschen Vermögen tatsächlich durch ehrliche Arbeit angesammelt. Das heißt, du hast sehr viel Energie investiert und jetzt verpufft das alles oder droht zu verpuffen. Also wäre die Frage, wie kann man da noch sinnvoll mit umgehen? Meine Haltung ist, diese Form an materieller Energieverdichtung und Festhaltung werden wir in jedem Fall verlieren, das können wir nicht behalten. Ja, wenn wir jetzt Gold kaufen dafür, dann gibt es irgendwann das Verbot, Goldverbot. Ja, diese ganze Ebene, das löst sich auf. Und das ist ja auch nicht das Leben. Vermögen ansammeln bedeutet, Energie zu stauen. Und das heißt, das Leben nicht fließen zu lassen. Das ist letztlich Geiz. Ja. Es gibt so viel Not auf der Erde, es gibt keinen Grund, Vermögen anzusammeln. Und was heißt Vermögen ansammeln? Das ist ja die Idee, dass ich dann in der Zukunft irgendwie mich entspannen kann oder in der Zukunft irgendwie Sicherheit habe. Das ist ja alles Quatsch. Ich kann nicht in der Zukunft leben. Das Leben findet nur jetzt statt. Entweder die Energie fließt jetzt oder sie fließt jetzt nicht und dann fließt sie später auch nicht. Ich kann nicht das Leben in die Zukunft delegieren. Und das ist alles dieses Festhalten von dem Verstand. Ein anderes typisches Beispiel ist, wenn in meinen Veranstaltungen sich Leute Notizen machen. Dann sage ich immer, du, das nützt dir nichts. Du kannst das Leben nicht notieren und dann später leben. Das findet immer jetzt statt. Jetzt, entweder fließt die Energie jetzt, indem ich gebe auf allen Ebenen und alles empfange, was mir geschenkt wird, oder halt nicht. Ja, und dann, wenn da eine Blockade ist, dann staut sich's halt. Und dann kommt der Verstand auf die Idee, ja gut, jetzt staue ich's und dann lasse ich es später fließen. Ist alles nicht das, wie das Leben funktioniert. Und die Frage ist also jetzt, wie kannst du dein Vermögen retten? Ich habe es mal so benannt, so aus Sicht dieses Verstandes. Wie kann ich mein Vermögen retten? Wie kann ich mein Ego retten? Wie kann ich meine Blockaden aufrechterhalten? Wäre die gleiche Frage. Und es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit einer Geldanlage, die wirklich universell funktioniert, wo sich das Vermögen immer weiter vermehrt, unendlich, und wo du immer mehr zurückbekommst. Diese Geldanlage bedeutet, dass du verschenkst. Der ausgehende Energiefluss, das ist die beste universelle Geldanlage. Das ist das, was zu immer mehr Reichtum führt auf allen Ebenen. Und je mehr du festhältst, Geld, Sachwerte, Gefühle, egal was, festhalten führt zu Mangel. Und je nachdem, was du festhältst, erfährst du dann Mangel. Vielleicht nicht sofort, vielleicht erst in ein paar Jahren, vielleicht erst im nächsten Leben. Das heißt, wenn du wirklich dein Vermögen mehren möchtest, dann fang an zu verschenken. Und dieses Verschenken bedeutet zum Beispiel jetzt konkret auf die Situation bezogen, aus meiner Sicht das Einzige, wo man das noch sinnvoll einsetzen kann, ist, dass du jetzt sofort dieses Vermögen, was du hast, in irgendeiner Form den Menschen zukommen lässt, die in Not sind. Und zwar möglichst so, dass das möglichst direkt und sofort die Menschen erreicht. Das ist das Einzige, wie du das noch, diese festgestaute Energie in einen Fluss verwandeln kannst, dass sowohl du als auch die anderen Menschen davon profitieren. Wenn du es nicht machst, dann wird es sich in nichts auflösen. Ja? Für dich in nichts. Natürlich
auflösen tut sich nie was, aber es kommt dann, sagen wir mal, es taucht dann irgendwo anders im System auf, wo du nicht mehr steuern kannst, wie der Fluss ist und was damit passiert. Aber solange du da noch Kontrolle drüber hast, solange es noch eine Wirkung hat, einen Wert, kannst du Menschen helfen und somit dein Vermögen vermehren. Das funktioniert aber nur, wenn du jegliche Ideen an Nutzen für dich aus deinem Geist löscht. Es geht also darum zu gucken, wer ist in Not in deinem nahen Umfeld, in deinem weiteren Umfeld, in deiner Stadt, in deinem Land, auf der Erde. Und dann guckst du, wie du den Menschen auf möglichst effiziente Art und Weise dein Vermögen zukommen lässt. Natürlich nicht so, dass du nicht alles, dass du selber Not bekommst, aber das, was du zu viel hast. Und damit erschaffst du dir den Reichtum für die Zukunft. Das kommt automatisch zurück, aber wie gesagt, nur wenn das ein reines Geben ist. Und reines Geben heißt, wenn es dir wirklich um die Bewältigung der Not der anderen Menschen geht, wenn das nicht mit Gedanken an dich selber verunreinigt ist, dann ist es ein reiner Energiefluss. Dann ist es ein reines Schenken und dann kommt das alles doppelt und dreifach zu dir zurück. Und sobald du festhältst, ja, erzeugst du Mangel. Also das wäre mein Vorschlag für die beste Vermögensanlage, die es gibt. Freies Schenken. Das ist die beste, genialste und effizienteste Wertanlage, Geldanlage, die es gibt. Es gibt keine bessere. Praktiziere ich seit vielen Jahren. Und ich kann nur sagen, es ist so. Es ist so, es kommt immer mehr zurück, obwohl ich das gar nicht anstrebe. Also leg dein Geld sinnvoll an und verschenke es an die Menschen in Not, nicht an irgendwen.